Wollen wir Rosse kaufen? Moin Leute, willkommen zu Teil 2 meines Videos über dumme Google-Suchergebnisse. Da es ja nicht nur bei den 7-8 geblieben ist, die ich euch letztes Mal präsentiert habe, dachte ich, ich präsentiere euch mal noch ein paar upgedatetere, neuere, vielleicht auch sogar dümmere. Ich muss auf aufs Klo, bin ich schwanger. Zuallererst, bevor ich wirklich aufkläre, ja, du bist schwanger. Ich meine, klar, weil ihr öfter kacken müsst, öfter pinkeln müsst und keine Ahnung was müsst auf der Toilette, was ihr auf dem Klo alles macht, seid ihr automatisch schwanger. Das ist vor allem für euch Männer gegeben, für euch Frauen sowieso. Und weil ihr alle öfters kacken müsst, habt ihr Angst, euer Baby rauszukacken? Oder was habt ihr da für Vorstellungen? Wenn ihr öfters aufs Klo müsst, dann trinkt ihr vielleicht einfach zu viel oder ihr habt eine schwache Blase. Wenn ihr wirklich unsicher seid, geht zum Gynäkologen und lasst euch aufklären. Oder als Männer geht generell zum Urologen und lasst euch aufklären, warum ihr öfters auf die Toilette müsst. Dann müsst ihr euch keine Sorgen darüber machen, dass ihr schwanger seid. Internet ist für uns alle Neuland. Seit dem Neuland-Explorer, von dem sich ja schon einige gehört haben, ist es ja mehr oder weniger wieder ein Gerücht, dass Internet ja Neuland ist und dass die heutige Jugend und die heutige Generation keine Ahnung mehr von Internet haben. Witzig ist der Zusatz Remix, der dahinter noch kommt. Denn von so einem Remix habe ich jetzt auch noch nie gehört. Hören wir doch einfach mal rein. Das Internet ist für uns alle Neuland. Internet ist für uns alle Neuland. Internet ist für uns alle Neuland. Internet alle Neuland. Internet ist für uns alle Neuland. Internet ist für uns alle Neuland. Internet alle Neuland. Internet alle Neuland. Okay, ich glaube, das ist ein klassischer Fall von Autotune, aber geil. Nein, ich würde mir das jetzt nicht aufs Handy ziehen. Nein. Wo war eigentlich nochmal dieser Song in meiner Playlist? Manchmal denke ich nur, hoffentlich bin ich bald besoffen. Na, heute nicht. Morgen dann. Ich meine, manchmal, wenn man so auf Alltagssituationen trifft, wo man dumme Leute kennenlernt, fragt man sich, ich brauche nie Alkohol, ich will das nicht sehen, ich will das nicht sehen müssen. Ich meine, manchmal, wenn man im Alltag so dumme Leute sieht, fragt man sich tatsächlich, wo der Alkohol ist, den man sich reinkippen kann, damit man das nicht mehr sehen muss. Aber wenn man wirklich solche Gedankengänge hat mit, dass man hoffentlich bald besoffen ist, dann sollte man nachdenken, ob man wirklich da die richtige Entscheidung trifft. Merkel will Islam. Gut gedeutscht, Bruder. Ich meine, es ist ja nicht mal ein richtiger Satz. Und in demselben Google-Suchergebnis habe ich wieder ein Paradebeispiel von deutscher Rechtschreibung. Merkel will Krieg mit Russland. Also ich stelle mir schon förmlich vor, wie Merkel in Russland steht und mit Russland Krieg führt. Vielleicht sprechen manche Leute, die es nicht richtig aussprechen können, das wirklich Russland aus. Aber dass man das dann auch noch so schreibt. Oh Gott, warum tust du das, Welt? Why you do that? Aber wir können Merkel gerne Krieg in Russland führen lassen. Die hat sicher Spaß dran. Obama sagt Nein zum Todesstern. Ja, Gott sei Dank. Ich meine, am Ende bräuchten wir noch Darth Vader oder einen Obama Vader. Ich habe keine Ahnung, ob er dann den Todesstern besitzen möchte oder ob er da den Darth Vader meint. Wobei ich sagen muss, dass wir in Freiburg, also bei mir in der Nähe, sowas ähnliches wie einen Todesstern haben. Es ist so ein rieseneckiger Todesstern. Und jeder Freiburger, der dran vorbeiläuft, fragt sich, wer sich diesen Scheiß hat einfallen lassen. Dieses Konstrukt, was halt einfach keinen wirklichen Sinn hat und eine neue Uni-Bibliothek sein soll, die tatsächlich mehr aussieht, als wäre sie irgendeinem schlechten Star-Wars-Film entsprungen. Skyrim ist schwul. Ha, gay? Nein, das ist wieder so eine typische Jugendbezeichnung, wenn einem irgendwas nicht gefällt und sagt, das ist voll schwul, das ist voll scheiße. Vor allem, wenn man jetzt wieder runterguckt in das, was die Leute wirklich wieder gegoogelt haben, haben wieder dieses, das ist voll scheiße. Leute, könnt ihr nicht mal Scheiße richtig schreiben? Wenn schon etwas Scheiße sein soll, dann schreibt's doch wenigstens richtig. Das ist auf demselben Niveau mit Merkel will Islam und Merkel will Krieg mit Russland. Warum lernt ihr nicht richtig Deutsch? Ist nix so schwere Sprache. Das ist dann wirklich auf demselben Niveau wie Wolle Rosse kaufen? So, das waren jetzt wieder ein paar Google-Suchergebnisse. Ich würde sagen, schlagt mir doch echt mal hier unten was vor, was ihr noch gegoogelt haben wolltet oder worüber ich mich mal auslassen sollte, beziehungsweise meine Meinung sagen sollte. Ihr habt garantiert ja auch schon mal erlebt, wenn ihr irgendwas gegoogelt habt und das Müll war. Also sagt es mir ruhig, dann kann ich das vielleicht mal in die Videos nehmen, wenn ihr es interessant findet. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wie immer eigentlich, ich glaube, ich sollte mal echt meine Absage, meinen Abgang ein bisschen ändern. Hi Leute, willkommen auf der Endcard. Ich wirke gar nicht wie LeFloid und will auch gar nicht irgendwas groß sagen, aber ich will es einfach mal nur anders machen. Da drüben seht ihr andere Videos von mir, die auch voll Korall sind und voll krass und so. Und ja, über ein Like oder ein Abo würde ich mich riesig freuen und nein, ich sag nicht haut rein, weil das sage ich eh sowieso viel zu oft. Also macht's gut Leute, bis zum nächsten ernsten oder nicht ganz so ernsten Video. Bye!